Der Beschluss des Bundestages ist da. Der Bundestag unterstützt die Ukraine auch mit schweren Waffen. Dabei gab es breiten Rückhalt für den Vorschlag der Ampelkoalition. Die Abgeordneten unterstützten die Lieferung auch schweren Gerätes. Auch die Abgeordneten der Unionsfraktion stimmten zu. Hier einige Stimmen aus der Debatte. Wir beginnen mit Britta Hasselmann von den Grünen. Wir nehmen unsere Aufgabe verantwortungsvoll wahr. Einerseits nicht Kriegspartei zu werden. Und das ist die erklärte Absicht nicht nur Deutschlands, sondern aller europäischen Partnerinnen und Partner. Und andererseits die Ukraine nicht schutzlos diesem Aggressor Putin auszuliefern. Und hier genau steht unsere Verantwortung im Spannungsfeld, immer wieder jeden Tag aufs Neue zu entscheiden, was ist notwendig zu tun, um die Ukraine in ihrem Recht auf Selbstverteidigung zu unterstützen, meine Damen und Herren. Und wenn wir in der letzten Woche nicht einen Antrag vorgelegt hätten, dann wären Sie doch nie auf den Gedanken gekommen, nun Ihrerseits tätig zu werden und einen solchen Antrag dem Deutschen Bundestag vorzulegen. Nein, meine Damen und Herren, wir führen hier eine wichtige Diskussion, und wir nehmen hier auch unsere Verantwortung in dieser Diskussion wahr. Und ich will deswegen... Ich will Ihnen noch mal auch zu der Debatte von gestern hier etwas sagen. Wir hatten gestern die Diskussion über das 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr und den dazu vorgeschlagenen Text der Änderung des Grundgesetzes. Meine Damen und Herren, wir haben die 6 Punkte, die für uns wichtig sind, wenn wir dem denn dann zustimmen sollen, genannt. Ich sage Ihnen noch mal, nehmen Sie das bitte nicht auf die leichte Schulter. Wir sind grundsätzlich bereit, mit Ihnen einen solchen Weg zu gehen. Aber wir lassen uns auch nicht einfach nur so zur Zustimmung auffordern. Wir haben einige Punkte genannt. Und ich will es hier an dieser Stelle noch einmal sehr deutlich wiederholen. Unsere Zustimmung ist auch davon abhängig, dass wir in wenigen Jahren nicht wieder da stehen, wo wir heute stehen, nämlich mit einer unterfinanzierten Bundeswehr. Und deswegen wollen wir sehen, dass der Einzelplan 14 für die Verteidigung kontinuierlich aufwächst und nicht hier einmalig ein bestimmter Betrag zur Verfügung gestellt wird. Ich habe hier eigentlich auf meinem Zettel draufstehen, Dank an die Union. Weil, Herr Merz, und ich muss Ihnen das in aller Emotionalität auch sagen, das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist eine parteipolitische Rede geworden. Sie haben zu Ihren eigenen Leuten gesprochen, und ich will Ihnen sagen, Herr Merz, ich bin dankbar dafür, dass wir einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht haben. Ein Dank an die 4 Fraktionen und die Vorsitzenden. Aber hier ist kein Platz für parteipolitische Profilierung. Wir erleben ein Kommunikationsdesaster der Ampel. Ist das die Führung, Herr Klingbeil, die Olaf Scholz versprochen hat und bei die man bei ihm bestellen kann? Sie haben die Schattenminister Hofreiter und Strack-Zimmermann. Die führen eine Paralleldiplomatie. Das ist die Lage der Ampel. Wenn ich den Antrag lese, muss ich dem Bundeskanzler sagen, es tut mir leid, die Jungs und Mädels, die haben sich tatsächlich durchgesetzt. Das ist die Wahrheit. Und in Ihrem Antrag machen Sie jetzt sogar China mit zu einer Konfliktpartei. Wollen Sie wirklich damit etwa für Frieden sorgen, wenn Sie China in dem Antrag aufführen? Nein, das ist das Gegenteil. Ich finde es trotzdem unentschuldbar, dass Bundeskanzler Olaf Scholz heute an so einem wichtigen Tag hier nicht anwesend ist. Bislang stand er ja bereits zu seinem Wort, dass Waffen keine Lösung sind. Und heute bringen die Koalition und die Unionsfraktion einen gemeinsamen Antrag ein, der den Ukraine-Krieg verlängern wird und uns zur Kriegspartei in einem atomar geführten Krieg machen könnte. Werte Kollegen, wir streiten über die Zukunft Deutschlands. Es geht um Krieg und Frieden auch in Mitteleuropa. Und Herr Scholz reist zur Kirschblüte nach Japan. Und nein, auch Reisepläne kann man ändern. Erinnern Sie sich. Der Bundeskanzler ließ Außenministerin Baerbock vorfristig nach Berlin zurückkehren, um für die Impfpflicht abzustimmen. Und da sieht man eigentlich die Prioritäten dieses Bundeskanzlers. Wo sind die? Und alle, die immer davon sprechen, aus der Geschichte gelernt zu haben, sind heute die Ersten, die uns aktiv in einen Krieg hineinziehen wollen. Es geht um Freiheit.
um Demokratie, um Selbstbestimmung, um Menschenrechte, die mit den Füßen getreten werden. Und deshalb bittet, deshalb ruft, ja deshalb schreit die Ukraine nach unserer Hilfe. Und das mag manchen tierisch auf den Keks gehen. Wir sollten aber so lange bereit sein, dazustehen, so lange, bis die vollständige territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt ist. So, kurz noch nachgetragen, der Beschluss des Bundestages. Mit 586 Ja-Stimmen wurde der gemeinsame Antrag von Ampel und Union verabschiedet. Es gab 100 Nein-Stimmen. Und damit weiter zu meiner Kollegin Christine Schwietzer vom ARD-Hauptstadtstudio. Sie beobachtet die Bundestagsdebatte. Und wenn wir jetzt erstmal auf das Thema Waffenlieferungen gucken, wie ist da die Debatte verlaufen aus Ihrer Sicht? Ja, das war eine durchaus ernsthafte Debatte. Das Thema ist ernsthaft, das ist allen Beteiligten klar. Da haben sich alle Beteiligten nicht leicht gemacht, diesen Weg dorthin. Politisch gesehen war das kontrovers und durchaus auch eine muntere Debatte, aber bei weitem nicht die, die hätte stattfinden können, wenn es nicht den gemeinsamen Antrag zwischen Union und Ampelkoalition gegeben hätte. Dann hätten wir heute hier möglicherweise eine Machtprobe erlebt im Parlament, wo die Ampel sehr geschlossen zueinander hätte stehen müssen. Sie sagen, man hat es sich nicht leicht gemacht. Was hat denn dann am Ende diesen gemeinsamen Antrag von Ampel und Unionsfraktion möglich gemacht? Ja, da war die Union, das muss man schon so sagen, der treibende Faktor, die mit einem eigenen Antrag gedroht hat. Man merkt, die Union hat sich von der Regierungsbank im Kopf verabschiedet und ist in der Opposition angekommen. Und das hat dann die Ampelkoalition in gewisser Weise zusammengeschweißt und hat sie dazu gebracht, einen eigenen Antrag vorzulegen. Und dann hat man intern noch verhandelt, dass man die Union damit ins Boot bekommt, damit man eben genau jetzt eine heftige Debatte und eine Machtprobe im Parlament abwenden kann. Und dass Regierung und Opposition einen gemeinsamen Antrag einbringen, das kommt ja auch nicht alle Tage vor. Nee, das ist schon nicht üblich, aber bei besonderen Themen durchaus wünschenswert. Hier, glaube ich, hat die Ampelkoalition merken müssen, dass da eine Opposition ist, die bereit ist, die Mehrheiten in der Regierungskoalition zu testen. Und auf der anderen Seite geht es eben tatsächlich um etwas sehr Wichtiges. Und es ist gut, wenn es bei einem solchen Thema und bei Waffenlieferungen an die Ukraine in einem solchen Krieg mitten in Europa, dass man da zusammen aus dem Parlament, aus der Mitte des Parlaments heraus eine gemeinsame Mehrheit findet. Insbesondere die SPD hat aber ja lange mit sich gerungen. Kanzler Scholz stand ja auch viel in der Kritik wegen zögerlichen Handels. Die Lieferung von schweren Waffen macht die SPD aber jetzt auch möglich. Haben die Sozialdemokraten dafür Prinzipien aufgegeben? Na, einige für sich schon. Sie mussten das sicherlich auch um der Regierungsfähigkeit willen. Also das ist vielen Sozialdemokraten nicht leicht gefallen. Sie haben sich auch in der letzten Legislatur schwer getan, in der großen Koalition, der schwarz-roten Koalition, manches Projekt mitzutragen. Manches ist auch nicht zustande gekommen. Ich erinnere mal an die Debatte auch über bewaffnete Drohnen. Also das ist ein grundsätzliches Problem vieler Sozialdemokraten, die da nicht diese schweren Waffenlieferungen an die Ukraine mittragen wollten. Umso wichtiger war es jetzt, da eine breite Mehrheit auch gemeinsam mit der Opposition herzustellen. Ein anderes großes Thema in diesem Zusammenhang, um das gerade noch gerungen wird, das ist das Sondervermögen für die Bundeswehr. Aber da scheint ja eine Einigung noch in weiter Ferne zu sein. Was ist da genau der Hintergrund und was würden Sie sagen, kriegt man auch da die Kuh vom Eis? Ja, das ist in der Tat noch schwierig. Friedrich Merz hat das heute schon mal angedeutet im Parlament, dass er da genau auch drauf schauen wird. Das war so ein bisschen die Bedingung dafür, dass man diesem gemeinsamen Antrag für Waffenlieferungen an die Ukraine zustimmt. Die Unionsfraktion hat sich ausbedungen, dass man mitreden kann, nicht nur einfach das durchwinkt, was die Regierungskoalition plant in Sachen Sondervermögen, bessere Ausrüstung und Ausstattung der Bundeswehr, sondern man will dort ein ganz klares Wörtchen mitreden. Man möchte auch ein paar Positionen klar definieren. Und darum wird jetzt gerungen werden. Es geht etwa darum, dass es einen Tilgungsplan geben soll aus Sicht der Union, wie die Schulden, die jetzt gemacht werden, auch zurückgezahlt werden können. Sie wollen ganz genau wissen, wofür welches Geld eingesetzt wird. Es soll nur für die Streitkräfte zur Verfügung stehen. Und sie wollen praktisch vermeiden, dass man da eine Art Nebenhaushalt jetzt herstellt in dieser Krise. Also da wird die Union noch
noch ganz genau draufschauen. Und es wird nicht so einfach werden, das einfach vom Tisch zu räumen. Wobei noch vielleicht ganz kurz nachgefragt. Es sieht aber so aus, wenn man da jetzt sozusagen schon so einen Fahrplan entwickelt, als ob man sich am Ende dann schon einigen wird, oder? Sicher, also davon ist auszugehen. Aber der Weg dahin wird noch etwas steiniger werden. Es gab schon erste Gespräche, auch mit dem Bundesfinanzminister. Es soll weitere Gespräche geben, aber das ist jetzt erst einmal auf die nächsten 14 Tage vertagt. Also so schnell wird es nicht gehen. Und der Oppositionsführer wird versuchen, der Regierungskoalition da schon noch das ein oder andere Zugeständnis abzuringen. Danke, Christine Schwietzer in Berlin.